Herzlich willkommen zurück. Wieder bei Death Stranding. Wir sind in dem Bunker. Warum sind wir in dem Bunker? Weil wir losmachen wollten. Seht ihr? 3 Tage nicht gespielt und schon geht's los. Völlig verpeilt. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Oh, alle Waffen nett. Sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. So, auf geht's. Wir mussten ja. Scan wird gestartet. Oh, ich muss mal angenehme Reise. Oh nein. Bitte was? Dran sein. Wir mussten ja nach diesem Port Knox City, oder? War das nicht Port Knox City? War das. Gott, hier sind ja überall Brücken. Leute! Lasst mich mal gucken. Ich muss gucken. Hier müssen wir hinter. Port Knox City. Es ist noch ein Stückchen, ne? Wir laufen mal los. Ich Depp hab natürlich mein Moped, ne? Irgendwo stehen lassen. In irgendeiner letzten Folge. Also los, nur mal laufen. Dann ist es so. Verzeihung. Oh. Sam Hartman hier. Hi. Dein Freund und Dooms Leidensgenosse. Aha. Wie es aussieht, hat unser Leiden mit dem Strand oder vielmehr seine Entdeckung begonnen. Einst beantworteten nur Religion und Philosophie die Frage nach dem Leben nach dem Tod. Doch als wir von der Existenz des Strandes erfuhren, wurde der Tod greifbarer, erfassbarer. Bald tummelten sich die Lebenden an den Küsten des Jenseits, während tote Dinge, gestrandete Dinge, den Weg zu uns fanden. Und dann kam Dooms und zahlreiche Theorien von Medizinern und Psychologen, die verzweifelt versuchten, das neue Mysterium der Welt zu erklären. Die Symptome wurden ordentlich kategorisiert und in Stufen unterteilt. Aber Wiederkehrer wie du sind außerordentlich selten. Euch gebührt eine eigene Klassifizierung. Mhm. Die Spezialisten müssen sich gedrängelt haben, um einen Blick auf dich zu erhaschen. Was sie wohl herausgefunden haben. Oh, das fängt nämlich schon wieder an mit Regnen. Kann ich eigentlich... Wartet mal. Ah, meine Fracht überprüfen. Kann ich eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte... Natürlich habe ich sowas nicht mit. Doch, habe ich. Behälter Reparaturspray. Warte. Kann man das benutzen? Wie kann ich das benutzen? Wie benutze ich das? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hat gerade einer eine Brücke gebaut? Nee, halt. Mensch, nein. Geht das nicht so? Ah, guck mal. Hä? Ziele mit hä? Und sprühe mit das. Wechsel das Sprühziel mit F. Was? Warte mal. Gehen wir mal hier unten auf den Weg. So. Also ich kann das ja einfach mit E machen, da komme ich ja ins Inventar. Und dann tun wir das einfach mal hier, das, abladen, das, abladen, das, abladen und
das auch abladen. Oh, ich hab bloß noch eine Granate. So, und das? Ach so, nee, das muss ich auswählen, warte mal. Halt, bestätigen. Ja, ja, das weiß ich, dass ich die brauche. Warte, ich bin doch noch gar nicht so weit. Behälter Reparaturspray. Ei. Ei, Mann, frei. Heile Scheiße. Gut, dann können wir das wieder ablegen. Jetzt habe ich meine Kisten repariert, das heißt, ich kann wieder... nicht umfallen, keine Ahnung. Ich kann wieder ohne Probleme laufen. Und wollen wir mal gucken, wo wir hinlaufen? Da müssen wir hin. Also wir müssen über diese komische... Laufsam. Wir müssen mitten dort rein wieder. Oh Mann, oh. Ich will das nicht. Ich mag keine GDs und ich habe keine Kanonen mehr. Hätte ich sie eigentlich herstellen können? Weiter schon, weiter schon. Ja, ja, ich bin doch schon bei der Arbeit. Warte mal, ich muss mal. Ich muss mal kurz gucken. Ich gehe mal kurz hier rein. Ach so, nee, das geht nicht. Ah, okay. Oh, dort hinten ist doch schon wieder... Oh. Gott verdammt. Ja, das sag ich auch. Doch wieder GT-Gebiet, oder? Hatte ich nicht die Karte? Muss ich da auf Tapas gehen? Ach ja. Hier hinter. Also ich muss jetzt eigentlich bloß von hier gerade hier durchlaufen. Und habe bestimmt hundertprozentig hier... Oh. Hier GT-Gebiet drin. Mann. Will ich schon hier durchs GD-Gebiet. Da kein Bock drauf. Na, meine Behälter sind ja erst mal wieder ganz. Na bitte. Das heißt, ich habe erst mal wieder ein bisschen... falsche Wasser. Bisschen... Oh nee, jetzt ist es dunkel. Ui, was machst du denn, junger Mann? Ja, da müssen wir halt gucken, ne? Eine Granate haben wir noch. Und ich weiß nicht, ob ich hätte... Oh, fick dich doch. Verzeihung. Wenn es schon wieder anfängt zu regnen, heißt das nichts Gutes. Oh, ich sehe es auch schon. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für eine kurze Pause, um deinen Posteingang nach, was, nach mit einem, was weiß ich, markierten Mail zu suchen. Nach draußen gibt es Leute, die benötigen deine Hilfe. Nein, jetzt nicht. Ich habe keine Zeit für so einen Quark. Ich geh gleich nochmal zurück.
Wartet mal. Ich sehe das Ding noch nicht mal, das ist ja kacke. Wo? Dort. Und dort. Anderes. Ich hatte doch. Wartet mal ganz kurz. Ich hatte doch. Blutbeutel. Wie kann ich denn mit den Blutbeuteln agieren? Die sind wieder voll. Okay. Na gut. Dann müssen wir ja trotzdem nicht riskieren, ne? Hey, wieso hast du die Blutdinger nicht in der Hand? Du Blödmann. Warte mal. Ja, Tatsache hier. Ein Stück? Nee. Da sind 1000 Milliliter drin. Ja, nett. Ah, 5 Stück. Und das ist bloß noch eine. Dass man ja nie weiter wegscrollen kann. Irgendwie hier durch. Wo denn nu? Das hab ich schon gesehen. Wir laufen einfach ganz langsam an dem vorbei. Hör auf! Nein, wir klettern nicht. Gut. Ach, nee. Es kommt ein bisschen spät, das Schild. Nu, vor uns. Ich sehe es nicht. In die Wegscrollen. Wo denn?
Achtung! Ich muss da genau durch. Ich weiß ja jetzt, wie ich meine... Wow. Schon wieder vor uns. Ach du Scheiße. Komme ich jetzt da durch? Schlimm ist, ich sehe den nicht. Da. Noch einer. Dort. Was machst du hier? Schande. Kommen wir vielleicht vorbei an dem? Oh nee! Naja, ich möchte schon unten lang gehen. Oh, meine Behälter. Aber das geht noch. Nein, wir gehen jetzt hier einfach vorbei. Dann ignoriert er uns, ganz gekonnt. Ich will nicht so viele Granaten verschwenden. Ich habe nicht so viele. Komm schon. Wir müssen doch bald mal durch sein hier. Was? Das Ding will mich aufwaschen. Bibi! Nö! Lass mich in Ruhe, du Blödmann! Ich will einfach nur durch!
Gott, sind das fucking viele. Bitte lass mich jetzt bald mal durch sein hier. Was machst du jetzt? Bleib du mal schön dort unten. Oh, das ist ein scheiß Ernst. Wir haben es geschafft. Oh. Ja, das wäre ich auch. Leute. Also. Nee. Jetzt bloß noch raus aus dem Regen. Meine Ware sieht schon wieder aus wie Scheiße. Hey, aber langsam krieg ich's. Dort haben wir es doch. Das müsste Port Not City sein. Jetzt frage ich mich bloß, wie wir da runterkommen. Bestimmt da hinten lang. Ah, nee. Nee, doch. Ja. Musik im Spiel. So schöne Musik. Eigentlich will ich die gar nicht wegmachen. Das ist aber doch. Also ich mach die auch nicht weg. Habe ich euch ja schon gesagt, ich mach die nicht weg. Ich monetarisiere nicht. Ich verdiene damit nicht mein Geld. Es ist einfach nur mein Hobby. Daher bleibt die, wo die ist. Bleibt mal hier ganz gerade. Hey, was machst denn du? Hops. Aber ich lasse das Lied jetzt auslaufen und danach die Folge beenden. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.